Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. So, weiter geht's mit der Hauptstory, nachdem wir sehr viele Nebenquests gemacht haben. Hallo. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an. Das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco-Augen. Du sollst Reno besiegt haben? Was, wenn es so ist? Mein Boss will einen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Lass uns gehen, ja? Root ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Nimm's mir nicht übel. Ein Tag, wie er im Buche steht. Eine große Klappe, aber nichts dahinter. Werden wir sehen. Oje. Ich hasse Gewalt. Uiuiuiuiuiuiuiui. Analyse. Kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Echt, ey. Wirksames Wind. Leicht resistent ist er gegen Feuer. Okay, interessant. Ein Mitglied der Turks, eine Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Mit seinen stählernen Muskeln verlässt er sich im Kampf lieber auf seine Fäuste als auf Waffen. Windelementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste. Gut zu wissen. Das kann ich nicht. Ah, Mist. Gestatte mir, meinen Partner zu rächen. Nee. Versuch's. Keine Chance. Bam, 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 bam. Nicht schlecht. Lässt du uns jetzt in Ruhe? Nein. Ich fange jetzt erst richtig an. Oh je. Nein, hab meine Befehle. Wow. Alter, Hilfe! Aris, siehst du? Hilf mir. Laut ist stark. Wow. Nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Unterschätzt mich nicht. Mein Einsatz. Natürlich, war ja klar. Wolltest du nicht deinen Partner rächen? Ja, bin noch dabei. Stromschlag. Los geht's. Nein. Ich dachte, du hast Gewalt. Das hier ist Notwehr. Genau. Los, Wind. Nee, Supertrank sollte eigentlich genügen. Limit. Das war's dann. Ja, hoffentlich. Bam.
bitte. Lass es gut sein. Das kann ich leider nicht. Hey, Root! Sorry für die Unterbrechung, aber die Slums im Sektor 7 rufen, die Sache kann nicht warten. Ja. Also beweg dich sofort hierher. Verstanden. Neue Befehle? Sieht ganz so aus. Geh zurück nach Hause. Nix da. Könnt ihr so passen. Oh Mann. Ja, das war's dann wohl. Aber alter Schwede. Wie einfach mal so ein bisschen ist wie Wesker, ne? Hauptsache die Sonnenbrille sitzt. Tja, und er wollte Reno rächen und der hat ihn dann total fröhlich angerufen. Hey Junge, komm mal vorbei, wir haben neue Befehle. Yo! Ich weiß nicht, ob das dann so als Falle quasi gemeint war. Wir kommen dich später besuchen in deinem Zuhause, Aris. Deswegen geh nach Hause oder, ja, ich mag dich ja auch. Deswegen, ich will auch nicht, dass dir was passiert. Geh nach Hause, ne? Das kann man halt so oder so auslegen. Aber egal, was die Turks auch für eine Scheiße machen, irgendwie muss man sie ja auch mögen, ne? Die sind einfach cool, die Leute. Aber wir gehen natürlich trotzdem nach Hause auch, um da mal eben zu gucken. Und ich schaue mich hier auch noch ein bisschen... Warte hier! Hä? Warum? Oder komm einfach mit. Okay, hatte ich vor, mehr oder weniger... Ich würde mir auf jeden Fall den Garten hier auch nochmal anschauen, weil er so schön ist. Lag hier nicht irgendwo noch im Garten auch eine Materia versteckt rum oder gibt's die erst später? Das weiß ich gerade nicht. Aber es ist echt schön hier nach wie vor. Ah, da oben ist sie. Und da ist die Materia, nach der ich gesucht habe. Okay. Ich kann auch gerade nicht rennen. Ah, jetzt kann ich wieder rennen. Jetzt wieder nicht. Oh. Redest du mit den Blues? Also, das war mein Tag heute. Gehen wir? Meine Mutter wartet schon. Was haben Sie gesagt? Gut gemacht. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Hast recht. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl. Aber es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen kommen nicht zu mir durch. Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem höre ich sie nicht. So sehr ich es versuche. Und langsam habe ich genug.
Geduld ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt, siehst du aber nicht aus. Naja, heute ist ein besonderer Tag. Wieso das denn? Komm, gehen wir. Nun antwortet ihr schon. Und was? Sagen Sie? Gut gemacht. Oder sowas. Ja, das haben wir. Ach, ist das süß und schön. So, darf ich mir eben die Materie noch snacken? Anscheinend. Was ist das? MP-Boost. Ja, warum auch nicht? Ist okay. Also am Anfang, jetzt wo ich hier mit Eris unterwegs war im Remake, fand ich sie ja ein bisschen schon zu selbstbewusst. Aber jetzt gerade liebe ich sie nur einfach wieder. Mit den ganzen Nebenquests, die wir jetzt auch zusammen hier erlebt haben und die Szene auch gerade eben, das war einfach nur wieder so süß. Sie ist einfach nur wirklich zum Verlieben, kann man nicht anders sagen. So ein süßes Mädchen. Deswegen in meiner Geschichte, die Slums, beziehungsweise der Vampir aus den Slums, ist das Mädel in der Geschichte auch so eine Mischung aus Tifa und Eris, kann ich auf jeden Fall sagen. Süß, da so eine kleine Gartenhütte noch zu haben. Und hier ist auch noch irgendwas, Kürbisse. Und hier glaube ich, nee, rote Beete ist das nicht, das ist irgendwas anderes, was ich gerade nicht jetzt weiß. Und hier sind noch irgendwie... Sind das Möhren oder was anderes? Ne, ich glaube, das sind Möhren. Okay. Aber schön. Die brauchen auch selten was einkaufen zu gehen, wenn sie relativ vegan leben. Dann müssen hier nur ihre Sachen pflücken bzw. ernten und fertig. Ach, und die ganzen Schmetterlinge hier. Einfach süß. Na gut, gehen wir ins Haus. Du willst schon zurück? Du hast doch gesagt, wir sollen zurück und ich denke, ich habe alles erledigt, von daher... Ja. Ja, ich habe genug. Wo seid ihr gewesen? Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid, wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Ich deck den Tisch. Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause. Diese Augen. Sind Sie Soldat? Ex-Soldat. Entschuldigung, aber ich möchte, dass Sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für Ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden Sie sich damit ab. Schon erledigt. No. Dann lass uns essen. Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger, nicht? Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Oh. Ich hau dann mal ab, wie gewünscht. Tja. Das fand ich immer so ein bisschen blöd.
Ich habe mich auch damals so gefragt, so, warum ist sie so gemein zu ihm? Aber naja, das hat halt mit Eris Vergangenheit zu tun. Wenn man da so an Zack denkt, ne? Die Mutter will einfach nur nicht, dass Eris erneut das Herz gebrochen wird. Mehr sage ich dazu mal nicht. Aber mehr gibt's dazu auch eigentlich nicht zu sagen. That's it. Trotzdem hätte sie ein bisschen netter das formulieren können. Stiehl dich heimlich aus dem Haus davon, ohne dass Eris etwas bemerkt. Pass auf, dass du keine Dinge umstößt und Lärm verursachst. Dass einfach mal der Bereich nach oben so richtig blockiert ist. Du darfst hier nicht rein. Was ist, wenn ich einfach mal zu ihr reingehe? Darf ich nicht, okay. Hä? Wo willst du hin? Hast wohl was Schlechtes geträumt, hm? Warte aber trotzdem bis morgen. Dann bring ich dich ja nach Hause. Okay, ist gut. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich gegengetreten bin. Ich meine, ich wollte sie einmal auch gerne aus der Reserve locken, aber was habe ich gerade gemacht, bitteschön? Dieses Mal muss ich vorsichtiger sein. Ja. Vor allem in ihrem Zimmer stand noch eine Kiste. Und an die komme ich jetzt gar nicht mehr ran. Ich glaube, ich bin gegen den Besen eben gelaufen. Wahrscheinlich. Nein! Ach, verdammt. Cloud! Ich habe doch gesagt, du sollst dich ausruhen. Husch, zurück ins Bett mit dir. Ist gut. Oh Mann. Ich bin aber auch ein Tollpatsch gerade. Und nochmal. Ja, einfach nur. Oh. Jetzt aber. Nicht wieder gegen den Eimer laufen, Cloud. Alles wird gut. So, schön. Der Eimer ist sogar weg. Jetzt hat das Spiel schon Mitleid mit mir und sagt sich so, ja, okay, komm, du bist so blöd, du läufst wirklich gegen alles, was wir dir nur einigermaßen hier hinstellen, deswegen weg damit, damit du es auch wirklich diesmal schaffst. Gehen Sie endlich? Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch. Es ist nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Ex-Soldat. Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Natürlich. Danke. Nun sei doch nicht so. Ich will eher nichts Böses. Nichts für ungut. Nichts für ungut. Ja, auch gut. Dann tschüss. Der schöne Garten bei Nacht. Geradezu magisch und nach wie vor wunderschön. Einfach nur toll. Also das hier so als Sommerhäuschen zu haben zum Beispiel oder sowas, da würde ich auch nicht nein sagen. Aber wer kann sich schon sowas leisten? Überhaupt ein eigenes Haus zu haben, ist ja schon Luxus in dieser Welt. Alles schläft und nur wir werden mitten in der Nacht aus dem Bett gescheucht und müssen verschwinden. Naja, was soll's. Oh, hallo, stehst du immer noch hier draußen rum? Der Blumenlieferant. Ich wollte mich noch dafür bedanken, dass Sie den Kindern geholfen haben. Sie reden nur noch über den Soldaten, der sie gerettet hat. Sagen Sie Eris doch auch Danke von mir. Okay. Werde ich machen, wenn ich sie noch mal sehen sollte. Als ich den Kindern von früher erzählt habe, bin ich ganz rührselig geworden. Dass hier noch so ein paar Leute draußen einfach rumsitzen.
Explosion des Reaktors war gewaltig. Mir klingeln noch immer die Ohren. Tja, kann ich verstehen. Wäre endlich mal witzig herauszufinden, was wäre, wenn ich jetzt eben weg bin. Wollte eh mal zum Wallmarkt und mich dort in Ruhe umsehen. Hi. Und was dann wäre, wenn ich dann jetzt einfach zurückgehen würde, nochmal so, ey, warum sind die zurückgekommen? Ich habe das neue weiße Chocobo gleich ausprobiert. Und? Der Duft ist toll, oder? Naja, das Waschmittel selbst schon, aber das Wasser stinkt immer noch. Okay. Also doch nicht so zu empfehlen. Ich werde versuchen, mich etwas zurückzuhalten. Aha. So, ich denke mal, ich muss nach hier. Ja. Radar sagt ja. Ha? Huch. Das ist aber mal ein Zufall. Was soll das jetzt wieder? Ein Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Oh. Zeigst du mir den Weg? Mit Vergnügen. Ich weiß genau, was er gerade vor sich gesehen hat. Man hat jetzt zwar nichts Genaues so gesehen, aber wie er die Hand gehalten hat und dann die Träne kamen. Jeder, der das Original komplett kennt oder bis zu, naja, 90% kennt. Die Blume stand für ein Wiedersehen. Der wird auf jeden Fall wissen, was Cloud gerade vor sich gesehen hat, denke ich mal. Ich sage nur, sehe. Ach, Aeris. Ich hoffe, dass das Schicksal etwas Besseres hier für dich vorgesehen hat als im Original. Wirklich. Man kann den Himmel sehen. Weil die Platte eingestürzt ist. Der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt, sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Warum soll der Himmel gruselig sein? Der Himmel ist halt der Himmel. Ist nicht so gruselig, wie eine Platte über sich zu haben, finde ich. Also eine Platte über dem Kopf zu haben, fände ich viel gruseliger. Aber ich ahne, warum sie den Himmel vielleicht gruselig finden könnte. Das? Der Wallmarkt. Die Slums von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Läden. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen. Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lob ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier.
Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Habe ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Aber ich will zum Wallmarkt. Darf ich nicht? Oder darf ich jetzt nur noch nicht? Oh. Ja, okay. Ich komme ja schon mit, ist okay. Dann muss der Wallmarkt eben noch ein bisschen warten. Süß, wie sie vor mir herläuft, wie so ein kleines Kind. La 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 la. Auch die Musik, die gerade läuft, so schön und friedlich. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, ne? Kann man so nicht direkt sagen. Aber weißt du was, Eris? Der Part ist um. Oh nein, wirklich? Ja, wirklich. Wir haben hier einen neuen Abschnitt jetzt. Die Musik hat sich auch geändert, wo ich eben noch sie gelobt habe. Und ich muss ja sagen, ich habe mir vorhin so einen Kommentar verkniffen, weil als ich dann eigentlich die Slums ja alleine, in Anführungszeichen, verlassen wollte, wollte ich eigentlich noch so sagen, ja, leb wohl, Eris, vielleicht sieht man sich eines Tages wieder, aber ich fand das irgendwie so dumm, dass wir sie kurz darauf, ja, ein paar Sekunden später auch wieder gesehen haben, was ich ja noch wusste, wo ich dachte, ach nee, komm, sowas musst du nicht sagen. Das nur mal so als Randinfo für euch. Ja, wir sind jetzt hier in einem verrückten, leicht undurchsichtigen Bereich, aber kriegen wir hin. Das ist so ein kleiner Rätselabschnitt quasi, à la Tomb Raider. Und ja, diesen werden wir dann im nächsten Part auf jeden Fall gemeinsam angehen und hoffentlich auch meistern. Von daher, schaltet wieder ein, wenn die gute Eris uns nach Hause bringt. Und wer soll dich eigentlich zurück nach Hause bringen, ne? Ich sollte dich doch nach Hause bringen, aber naja, egal. Ja, schaltet auf jeden Fall wieder ein, wie gesagt. Und ja, bis zum nächsten Part dann, ihr Lieben, ne? Ciao!